Moin moin liebe Freunde der Bewegung und des Fitnesssports, zum heutigen Mobility-Tipp, der sehr sehr angefragt war, und zwar Mobility für Fußballer, Basketballer, generell die Leute, die sehr sehr viel auf den Beinen sind. Wir haben 5 Übungen. Erste Übung ist eine Variation des World Greatest Stretch, das heißt in den Ausfallschritt gehen, drückt das hintere Bein, das hintere Knie schön in den Boden, dass ihr den Hüftbeuger schön aufdehnt, geht nicht in die Überstreckung. Übung Nummer 2 ist der Wadensitz, aber auch wieder mit Bewegung. Wir wollen schließlich Mobility. Dritte Übung ist der Couch Stretch. Da habt ihr aber auch eine Aktivierung mit eingebaut, indem ihr das hintere Bein wegdrückt, aber ihr haltet dagegen. Das heißt, die Kontraktion ist gegeben. Vierte Übung ist eine Weighted Mobility Übung, eine Loaded Mobility Übung, indem ihr euch einfach auf eine Box stellt, ein Gewicht nehmt, euch nach unten ziehen lasst, die Beine gestreckt lasst und dann geht für die Lockerung eurer hinteren Oberschenkelseite. Und die letzte Übung ist eine meiner Lieblingsübungen, nämlich der Duck Walk. Richtig, wer hätte es gedacht. Das Schöne dabei ist, ihr belastet euer Sprunggelenk mal anders, ihr belastet eure Knie anders, ihr habt eine Kompression drin, was einfach im Fußball nicht so oft vorkommt. Diese Art der Bewegung deswegen als Ausgleich wunderbar, da wieder Länge in die Muskulatur zu bekommen, Verletzungen vorzubeugen, schneller zu sein und einfach Top-Leistung zu bringen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr davon sehen willst, dann abonniere auf jeden Fall. Gib dem Video einen Daumen hoch, damit es auch andere Leute sehen und es angezeigt bekommen. Und nicht vergessen, schreib mir in die Kommentare, was du beim nächsten Mal gerne sehen willst. Dann freue ich mich, wenn du auf Facebook und Instagram vorbeischaust. Ansonsten, wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leon.